Hallo und herzlich willkommen zum 96. Netzpolitischen Abend. Ich bin Ingo Dachwitz und ich begrüße euch hier aus der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Es ist Dienstag, der 4. August, in einem Sommer, in dem alles anders ist. Der 6. Monat, in dem uns die Pandemie im Griff hat. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unseren Netzpolitischen Abend, auf das Klassentreffen der netzpolitischen Szene von Berlin. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier ganz alleine mit meinen Gästen. Normalerweise ist die Seabase gefüllt mit lauter intergalaktischen Lebewesen. Heute sprechen wir hier vor leeren Rängen. Deshalb ist es umso besser, dass ihr dabei seid und im Stream zuschaut. Herzlich willkommen. Damit trotzdem ein bisschen Interaktion stattfinden kann bei diesem netzpolitischen Abend, damit ihr Fragen, Anregungen, Kritik loswerden könnt, gibt es wie immer einen Hashtag, der ist heute wichtiger denn je, NPA096. Und wenn ihr Anmerkungen, Kritik, sonstige Fragen habt, dann lasst sie auf Twitter unter diesem Hashtag los. Ich werde das zwischendurch immer mal checken und dann hier euer Übersetzer sein. Genau. Auch wenn wir kein Publikum hier vor Ort haben, haben wir ein ziemlich volles und großes Programm. Heute geht es um Inlandsgeheimdienste und wie sie verstärkt im Ausland spitzeln und wie die EU das durch die Pläne der EU das noch weiter zu ermöglichen. Es geht um die Pläne des Gesundheitsministers für die Digitalisierung des Gesundheitssystems und die damit verbundenen Risiken. Und es geht um eine Ausstellung hier in Berlin, den spannenden Titel Eintritt in ein Lebewesen von der sozialen Skulptur zum Plattformkapitalismus trägt. Den Abschluss macht Benjamin Bergemann, Vorstand der Digitalen Gesellschaft, mit einer kleinen Ankündigung, denn große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Den Anfang macht jetzt Matthias Monroy. Er ist Wissensarbeiter, Aktivist und Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei, kurz CILIP. Außerdem ist er Teilzeitmitarbeiter beim Bundestagsabgeordneten André Hunko und gelegentlicher freier Autor bei netzpolitik.org. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Matthias. Es geht um das Schengener Informationssystem und wie Inlandsgeheimdienste es nutzen, um im Ausland zu spionieren. Das Mikro nimmst du dir am besten mal selbst in die Hand. Herzlich willkommen. So, geht's jetzt? Ja. Prima. Also, ich rede heute Abend über das Schengener Informationssystem. Ich erkläre ein bisschen, wie das genutzt wird, was die Problematik ist und wie das eigentlich dazu dient, auch Drittstaatenfahndungen in der Europäischen Union zu ermöglichen. Dazu erstmal ein bisschen Grundsätzliches zum Schengener Informationssystem. SIS 2, also 2 steht für zweite Generation, ist mal geupgradet worden. Das enthält im Moment 90 Millionen Einträge. Also das sind zum größten Teil sind es Sachen, also Dokumente, gestohlene Fahrzeuge beispielsweise, aber auch gestohlene Boote, gestohlene Flugzeuge. Also ne, wo eben irgendeine Behörde in einem Mitgliedstaat eben eine Ausschreibung macht und wenn dieses Fahrzeug irgendwo angetroffen wird, dann eine Meldung erhält. Und die meisten Einträge, nur mal so als eine Größenordnung, also ich habe ja hier geschrieben, es sind 30 Mitgliedstaaten, angeführt wird die Liste von Frankreich, Deutschland und Spanien, die also die meisten Einträge vornehmen. Ich differenziere das gleich nochmal aus. 7 Milliarden Abfragen pro Jahr bedeutet umgerechnet 220 Abfragen pro Sekunde. Dieses Schengen-Informationssystem wird zum Beispiel immer abgefragt bei einer Polizeikontrolle in der gesamten EU, also Verkehrskontrolle, was auch immer. Es kann aber auch zum Beispiel, wenn ihr einen Ausweis beantragt, dann wird ja auch eine Datenabfrage bei Polizeidatenbanken gemacht. Da wird also immer grundsätzlich das Schengen-Informationssystem mit abgefragt. Also es ist mit großem Abstand die wichtigste Polizeidatenbank in der Europäischen Union. Natürlich nicht die einzige, aber es ist auch die einzige Fahndungsdatenbank. Hier nochmal als Grafik, ich weiß nicht, wie gut das im Stream zu erkennen ist, also wer die meisten Einträge vorgenommen hat. Die Liste wird angeführt von Frankreich, Deutschland und Italien.
Und dann gibt es noch andere Mitgliedstaaten, die vergleichsweise einwohnerstark sind, so wie Großbritannien und Polen, die eben auch viele Einträge vornehmen. Aber wenn man sich hier mal, also die, das PDF ist auch online, also ich kann das auch nochmal unter dem Tweet verlinken, könnt ihr das später nochmal genauer angucken. Wenn man sich diese Zahlen genauer ansieht, sieht man, dass zum Beispiel so Länder wie Belgien oder die Niederlande auffällig hohe Einträge, also auffällig viele Einträge vornehmen im Schengen-Informationssystem. Also will damit nur sagen, es gibt eben Staaten, die das mehr und andere, die es weniger nutzen. Deutschland ist auf jeden Fall Power-User. Jetzt kommen wir zu den Personen. Also ich habe ja gesagt, es gibt 90 Millionen Einträge, 90 Millionen Fahndungen. Davon sind nur rund 1 Million Personenfahndungen. Und wenn dann so eine Personenfahndung im SIS eingetragen ist, dann sind, sofern es sie gibt, eben auch Fingerabdrücke mit drin. Beispielsweise, wenn die Person mal erkennungsdienstlich behandelt wurde. Und sofern es das auch gibt, Gesichtsbilder. Es können auch DNA-Daten gespeichert werden. Durchsuchbar sind aber nur im Moment Fingerabdrücke. Das wird gerade abgegradet für Gesichtsbilder. Also das nur mal so zum Hintergrund. Jetzt komme ich zu dem eigentlichen Phänomen, über das ich reden will, nämlich die verschiedenen Ausschreibungen. Für das SIS gibt es einen Ratsbeschluss, der das regelt. Der hat verschiedene Artikel. Und wenn ich euch jetzt anfangs gefragt hätte, was denkt ihr denn, was für Fahndungen im SIS drinstehen, hättet ihr vermutlich als erstes Haftbefehl gesagt. Also das stimmt, der europäische Haftbefehl wird da drin verzeichnet. Aber auch, also das ist Artikel 24, wenn Menschen zur Ausreise ausgeschrieben sind. Das sind jene, deren Asylantrag abgelehnt ist beispielsweise und die eben aufgefordert werden auszureisen und geraten die dann mal in eine Kontrolle, kann eben festgestellt werden, sind die noch in der Frist bis zur Ausreise, haben sie die Frist überschritten, müssen sie gegebenenfalls abgeschoben werden. Dann Artikel 32 sind vermisste Personen, das sind unterteilt sich nochmal in Jugendliche und Erwachsene. Und dann Artikel 34, also Menschen, die vor Gericht geladen sind und dieser Ladung nicht Folge geleistet haben, können dann eben auch zwangsweise dorthin verbracht werden, wenn sie irgendwo angetroffen werden. Und Artikel 36, das ist heute der wichtigste, wo es darum geht, Menschen, die ausgeschrieben sind, zu kontrollieren oder zu observieren. Das werde ich aber nochmal erklären. Auch hierzu nochmal Zahlen. Also man sieht, der grüne Balken, das ist das, was ich gesagt habe, die Asylsuchenden, die also zur Abschiebung im Prinzip, also zur Ausreise oder gegebenenfalls Abschiebung ausgeschrieben sind, die machen den größten Anteil aus. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das zeigt, dass das Schengen-Informationssystem keine Verbrecher-Datenbank ist, wie sie ursprünglich vor 25 Jahren mal beworben wurde, also zur Einführung, ne, dass man so ein System braucht, um eben Kriminalität zu verfolgen, dass man eben so eine mächtige Polizeidatenbank braucht. Aber de facto ist es zum allergrößten Teil eben eine Datenbank, die sich gegen Migrantinnen, Migranten, Geflüchtete richtet. Und dann differenziert sich das hier eben noch so ein bisschen aus, die verschiedenen Artikel, die ich eben genannt habe. Und wenn man mal von dem grünen Balken absieht, also von den Migrantinnen und Migranten, dann machen die Artikel 36 Fahndungen den größten Anteil aus. Und das will ich jetzt nochmal ein bisschen erklären. Artikel 36 ist... gibt es zwei Möglichkeiten. Menschen können zur gezielten Kontrolle ausgeschrieben werden. Das heißt, wird die Person angetroffen, wird sie durchsucht. Also natürlich werden ihre Personalien festgestellt, also kontrolliert, was sie dabei haben. Dann wird gegebenenfalls auch das Verkehrsmittel durchsucht. Also das liegt dann quasi so ein bisschen am Gutdünken der kontrollierenden Person. Und die ausschreibende Behörde kriegt dann eine Mitteilung. Da steht dann drin, also wurde angetroffen beim Verlassen der Europäischen Union am Flughafen Frankfurt, stieg in den Flieger so und so oder wurde hier bei einer Routine-Verkehrskontrolle angetroffen in Brandenburg, fuhr dieses und jene Fahrzeug mit diesem und jenem Kennzeichen. Wichtig ist zu wissen, es werden auch Daten von Mitreisenden weitergegeben. Also wenn ich mit einer Person im Auto sitze, die dann kontrolliert wird, werden auch diese Daten, also werden auch meine Daten mitgeteilt. Und das Ganze gibt es auch als verdeckte Kontrolle. Da ist die Idee, dass die kontrollierte Person davon überhaupt nichts mitkriegt.
man bekommt manchmal was mit. Ihr kennt es vielleicht selber, ihr kennt es von Bekannten oder von Berichten, dass man irgendwo kontrolliert wird, sei es eben, wie gesagt, bei einer Verkehrskontrolle oder beim Verlassen des Landes und die Grenzerin auffällig auf den Monitor starren, dich nochmal anstarren, nochmal den Monitor, nicht wissen, was zu tun ist, vielleicht nochmal das Zimmer verlassen, weil sie noch nicht von Artikel 36 Fahndung gehört haben. Im Prinzip sollst du aber, wenn es eine verdeckte Kontrolle ist, davon möglichst nichts mitbekommen. Und diese beiden Fahndungsmöglichkeiten, also gezielte Kontrolle oder verdeckte Kontrolle, können sowohl durch Polizei als auch durch Geheimdienste vorgenommen werden. Das Interessante ist hieran, dass der deutsche Verfassungsschutz nur die verdeckte Fahndung machen darf, weil nach der Gestapo-Erfahrung Zweiter Weltkrieg gibt es die Trennung in Deutschland zwischen Polizei und Geheimdienste. Und wenn der Verfassungsschutz jetzt quasi Leute ausschreiben würde, um sie dann zu kontrollieren und sie durchsuchen, also durchsuchen zu lassen durch die Beamten dann vor Ort, dann wäre das ja quasi so eine Art Polizeivollmacht, die man nicht haben will. Deswegen ist dem Verfassungsschutz das nicht erlaubt. Grundsätzlich können aber jedenfalls Polizei und Geheimdienste in der gesamten EU diese beiden Ausschreibungen vornehmen. Hier habe ich mal Zahlen. Die großen, die dicken unteren beiden Balken bezeichnen die Polizei. Also die meisten Fahndungen, verdeckte Kontrolle oder gezielte Kontrolle werden durch Polizeibehörden vorgenommen. Und die oberen beiden schmalen Balken sind die Geheimdienste. Und das ist ja eben jeweils die bezeichnen jeweils die verdeckte und die offene Kontrolle. Und daran sieht man, dass sich das ungefähr die Waage hält. Also sowohl die Polizei macht heimliche Fahndungen, Hälfte-Hälfte mit offenen Fahndungen, als auch die Geheimdienste. Hier habe ich die Zahlen mal aufgeschlüsselt als Tabelle, nur mal, dass man so einen Eindruck bekommt. Auch da weiß ich jetzt nicht, wie gut ihr das im Stream sehen könnt. Ich denke aber, ihr könnt zumindest erkennen, also hier jetzt gehighlightet ist Deutschland, der Verfassungsschutz, die Zahl, zu der ich gleich nochmal komme. Und was ihr hier dran aber sehen könnt, ist Frankreich. Also Frankreich hat mit Abstand die meisten Fahndungen, also hier im Polizeibereich, mit ganz großem Abstand. Also es gibt, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe jetzt gerade nicht auf die Zahlen geguckt, aber 168.000 Einträge insgesamt und davon hat 100.000 allein Frankreich. Also 100.000 Menschen und davon ungefähr die Hälfte sind heimlich ausgeschrieben. 50.000 Menschen werden in Frankreich heimlich verfolgt. Das ist eine ungeheure Zahl und ich steige sehr stark an. Also ich hatte ja hier diese Statistik gezeigt, also die Jahresstatistik. Diese Fahndungen sind sehr beliebt bei Polizei und Geheimdiensten und nehmen äußerst stark zu. Also das steht in keiner Relation zur Zunahme der Gesamteinträge. Also natürlich, wie jede Datenbank, wächst das Schengen-Informationssystem. Übrigens verliert es eigentlich auch Daten, weil normalerweise müssen manche Einträge müssen dann irgendwann auch wieder ausgesondert werden. So eine Frist ist gerne 5 Jahre. Trotzdem steigt die Zahl langsam, aber diese Zahl der Artikel 36 Ausschreibungen steigt sehr stark. Jetzt habe ich das hier nochmal für Deutschland. Also hier sieht man, es gab einen ganz leichten Rückgang 2018, 2019 wieder Zunahme. Also in den letzten 4 Jahren sind die Zahlen ungefähr konstant. Und das sind jetzt, also das Blaue sind die Ausschreibungen durch die Polizei, das Pinkene sind die Ausschreibungen durch den Verfassungsschutz. So, das war im Prinzip nur, um zu verstehen, worauf ich eigentlich hinaus will, nämlich dieses neue Verfahren. Weshalb man so einen Artikel 36 Eintrag bekommen kann, die Gründe sind vielfältig. Also das liegt im Ermessen der eintragenden Behörde. Und solche Hinweise können auch von anderen Behörden kommen, die können auch von Behörden aus dem Ausland kommen, die können auch von Behörden außerhalb der EU kommen. Also beispielsweise von dem FBI zum Beispiel, das ist bekannt, also dass auf Kriegsschauplätzen Daten eingesammelt werden. Mit Kriegsschauplätzen ist gemeint Kampfgebiete zum Beispiel in Syrien, im Irak oder auch in Pakistan und Afghanistan, wo das US-Militär oder auch die NATO aktiv sind.
und wo beispielsweise Fingerabdrücke genommen werden oder auch DNA-Proben von getöteten Gegnern beispielsweise. Also alle möglichen biometrischen Daten, Personendaten werden dort eingesammelt und dann will man natürlich wissen, werden die Leute irgendwann mal in der EU angetroffen. Und deswegen kann quasi über den Umweg des FBI oder auch des CIA, also beziehungsweise vor Ort, das ist ja dann der Militärgeheimdienst, der das dann quasi ans CIA übergibt, die das dann ans FBI übergeben, die das dann an europäische Polizeien weitergeben. Und so macht das auch Deutschland. Also auch das BKA schreibt Menschen aus, wo die Informationen eigentlich zum Beispiel vom FBI stammen. Das ist jetzt eigentlich erstmal gar kein ungewöhnlicher Vorgang. Tricky daran ist, also das ist hier die der letzte Bullet Point, also dass die Voraussetzungen natürlich geprüft werden müssen. Also wie in jeder Datenbank gibt es enge Voraussetzungen, unter denen Leute gespeichert werden dürfen oder auch nicht. Und wenn zum Beispiel das FBI sagt, hier ist ein Terrorist, das ist ein ausländischer Kämpfer, der hat so und so viele Menschen auf dem Gewissen oder der plant dies und das oder der stellt eine Gefahr dar, dann bezweifle ich mal, dass da die Belege mitgeliefert werden und ich bezweifle, dass das BKA ausreichend in der Lage ist zu beurteilen, darf die Person jetzt wirklich eingetragen werden oder nicht. Hinzu kommt, Speicherungen müssen auch rückgängig gemacht werden. Also Menschen müssen auch ausgetragen werden, wenn sich erweist, dass die Person unschuldig ist, beispielsweise. Und ich glaube, diese Nachlieferung wird das FBI nicht machen, dass sie halt sagen, ja, jetzt könnt ihr die Person wieder löschen. Das BKA wird wahrscheinlich auch nicht nachfragen. Also das ist sowieso sehr kritisch zu sehen, finde ich, diese Ausschreibung durch ausländische Behörden. Jetzt wird aber versucht, dafür eine einheitliche Verfahrensweise zu finden. Grund ist, manche Leute sind doppelt ausgeschrieben. Also zum Beispiel das FBI schickt Namen von Personen ans BKA. Dann gibt es zum Beispiel ein nordafrikanischer Geheimdienst aus Tunesien, schickt Daten zur gleichen Person an den tschechischen Geheimdienst. Beide tragen die Person ein, dann gibt es vielleicht noch Unterschiede in der Namensschreibweise. Und so wird halt relativ viel Datenmüll produziert und das will man nicht mehr. Und deswegen ist jetzt die Idee, dass es quasi so ein Verfahren gibt, dass eben dass nur noch eine Stelle zuständig ist. Das soll nach gegenwärtigen Plänen Europol sein, also Europol, die Europäische Polizeiagentur, die sowieso extrem viel mehr Kompetenzen erhalten soll. Im Dezember wird eine neue Europol-Verordnung vorgestellt und dann diskutiert. Und Leute, so wie auch, also viele deutsche Politiker, unter anderem Boris Pistorius, SPD-Innenminister in Niedersachsen, die fordern so ein europäisches FBI, wozu dann eben auch gehört, dass Europol dann ganze Listen entgegennimmt von Personen aus Drittstaaten, von Geheimdiensten aus Drittstaaten, die dann ins Schengen-Informationssystem einträgt. Das darf Europol im Moment auch noch nicht. Und dafür gibt es eben schon so ein Pilotprojekt. In dem Pilotprojekt, das ist also soweit bekannt, da hat Tschechien und Italien teilgenommen. Soweit bekannt hat Tschechien Listen von Westbalkanstaaten bekommen, also jenen Staaten, die noch nicht in der EU sind. Italien hat hat Listen von Staaten aus Nordafrika bekommen. Man weiß jetzt nicht, da wird sicherlich vermutlich auch Ägypten dabei gewesen sein, Tunesien, vielleicht auch Libyen. Also ihr wisst vielleicht ein bisschen über die Verhältnisse dort in diesen Ländern. Auf jeden Fall ist auch das sehr highly critical irgendwie, wenn quasi der ägyptische Geheimdienst Listen an die EU schickt und sagt, das ist ein Terrorist, fahndet man nach der Person. Und ja, das ist eben das Pilotprojekt, von dem ich geredet habe, für diese Artikel 36 Ausschreibung. Und das Problem ist, also Ingo hat es ja eingangs gesagt, ich habe eine Teilzeitstelle noch bei einem Abgeordneten, also ich arbeite zu diesen Themen, wir machen sehr viele Anfragen dazu und es ist im Prinzip eine totale Geheimhaltung. Also selbst das parlamentarische Kontrollgremium beißt sich daran die Zähne aus, das ist die sogenannte Third-Party-Rule. Third-Party-Rule bedeutet, wenn Geheimdienste zusammenarbeiten mit anderen Geheimdiensten, dann verspricht man sich gegenseitig, Informationen, die man erhalten hat, gibt man zu Hause nicht raus. Oder geht man sowieso nicht raus und auch den Kontrollbehörden nicht, auch den heimischen Abgeordneten nicht, sowieso niemand. Und diese Third-Party-Rule verhindert jede parlamentarische Kontrolle. Tricky daran ist, vor 4 Jahren hat der Verfassungsschutz, der ja ein Inlandsgeheimdienst ist, angefangen mit ausländischen Inlandsgeheimdiensten enger zusammenzuarbeiten. Es wurde ein eigenes Gesetz dafür gemacht. Und wenn der Inlandsgeheimdienst immer mehr im Ausland aktiv ist, mit ausländischen Geheimdiensten Daten tauscht, für ausländische Geheimdienste hierzulande nach Leuten fahndet und gegenseitig nach deutschen
von anderen Inlandsgeheimdiensten fahnden lässt, dann fragt man sich, wo ist denn eigentlich jetzt die Grenze zwischen einem Auslands- und einem Inlandsgeheimdienst? Und das verwischt also noch viel mehr mit diesen neuen Artikel 36 Fahndungen für Drittstaaten. Es ist absolut unkontrollierbar. Und ja, damit würde ich enden, um so ein bisschen das Problem aufzuzeigen, eben von dieser internationalen Geheimdienstkooperation. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich schaue mal direkt auf Twitter, ob es da schon Rückmeldungen gibt. Ich habe unter anderem die Rückmeldung bekommen, dass man das nächste Mal auch auf YouTube kommentieren soll, können soll, weil es einfacher geht dann. Auf Twitter haben wir jetzt noch keine Rückfragen. Ich hätte aber eine Rückfrage. Du hast jetzt eben schon die Third-Party-Rule angesprochen und die Kontrollierbarkeit. Welche Rolle können denn Datenschutzbehörden spielen? Gerade bei so einer sozusagen europäischen Datenbank eigentlich oder übereuropäischen Datenbank bisweilen ja sogar. Es gibt nationale Datenschutzbehörden. In Deutschland gibt es sogar eben Landesdatenschutzbehörden. Aber wer von denen überprüft diese Datenbank? Also für das Schengen-Informationssystem ist der europäische Datenschutzbeauftragte zuständig, aber was natürlich jetzt die nationalen Behörden dort machen, das betrifft dann wieder die Zuständigkeit der nationalen Datenschutzbeauftragten. Und ich hatte das schon gesagt, also in Deutschland ist die Kontrolle praktisch nicht möglich. Also da hat sich zum Beispiel auch der deutsche Datenschutzbeauftragte darüber beschwert, was die Auslandszusammenarbeit des BND angeht, also dass er da keine Einsicht bekommt, wegen der Third-Party-Rule, also weil der BND versprochen hat, diese Daten mit niemandem zu teilen. Aber das ist auch sehr unterschiedlich geregelt in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Also es gibt manche, zum Beispiel die Niederlande, die quasi mehr Daten an die heimischen Kontrollbehörden rausgeben. Interessant ist ja, wer das so ein bisschen verfolgt, also wer so dieses Geschäft, hätte ich jetzt fast gesagt, von ne, so parlamentarischen Anfragen so ein bisschen mitverfolgt. Ganz oft sagt die Bundesregierung, wir dürfen darauf nicht antworten, weil sonst das Staatswohl gefährdet ist. Staatswohl ist ein ganz interessanter Begriff. In anderen Ländern wird unter Staatswohl auch das Parlament begriffen. Also auch die Abgeordneten gehören zum Staatswohl. Und wenn man die nicht mit Informationen versorgen kann, dass sie ihrer Arbeit nachgehen kann, ist auch das Staatswohl gefährdet. Und in den Niederlanden, die sind quasi freigebiger, die lassen eben auch die dortigen Kontrollbehörden eben in bestimmte Sachen reingucken, was hier undenkbar wäre. Und da gibt es jetzt gerade so ein bisschen Bemühungen, also die Stiftung Neue Verantwortung hat ein ganz interessantes Papier zugemacht und die sind so ein bisschen an diesem Thema dran. Aber ich sag mal, in den meisten Ländern ist das praktisch nicht möglich. Vielleicht direkt nochmal eine zweite Frage von mir. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten, vor allem in den letzten Wochen, gab es ja dann eine verstärkte Aufmerksamkeit für polizeiliche Datenbanken dadurch, oder endlich muss man sagen, eine Debatte auch darüber, dadurch, dass es jetzt eben Drohschreiben gab an diverse Personen, vor allen Dingen tatsächlich dann migrantische Frauen, deren Daten aus Polizeicomputern abgegriffen worden sind und die dann Drohschreiben bekommen haben, die genau diese Daten enthalten haben. Also sozusagen irgendwie Polizeibeamte, die Teil eines rechten Netzwerks, rechtsextremen Netzwerks sind und dann Daten missbrauchen. Wer kann alles auf die, ich glaube, du hast es am Anfang sogar schon gesagt, aber ich würde es gerne einmal klar haben, wer kann alles auf dieses Schengener Informationssystem zugreifen? Also ist es jeder, sozusagen jeder Kopf bei einer Straßenkontrolle oder genau, wie ist das geregelt? Es ist jeder Kopf bei einer Straßenkontrolle, genau. Plus Ausländerbehörden beispielsweise, Einwohnermeldeämter. Also eine ganz große Bandbreite. Und dazu muss man sagen, dass das jetzt sogar noch mal erweitert wird. Also es gibt auf EU-Ebene das Projekt Interoperabilität. Damit ist gemeint, dass, also das Wort ist ja jetzt, wird nicht nur diesen Zusammenhang gebraucht, ne, dass verschiedene Datenbanken miteinander harmonieren sollen, miteinander kommunizieren sollen. Und vereinfacht gesagt, werden alle Datenbanken, die biometrische Daten enthalten, also Fingerabdrücke und Gesichtsbilder, in einem Container zusammengeschmolzen und durchsuchbar gemacht. Und gleichzeitig wird auch, also dadurch steigt auch die Zahl der möglichen zugreifenden Behörden, also der möglichen zugreifenden Beamtinnen und Beamten. Und dadurch steigt natürlich am Ende auch das Missbrauchspotenzial.
Alright, wir haben hier vor Ort noch eine Frage. Das ist gut, die können wir auch dran nehmen. Ich erinnere mich nur gerade daran, dass ich vielleicht auch den Hashtag nochmal sagen sollte, weil für diejenigen, die uns über YouTube zuschauen, ja der Hashtag vielleicht gar nicht sichtbar ist. Also es ist ja der 96. Netzpolitische Abend, also der Hashtag, den ihr auf Twitter verwenden müsstet, um heute Fragen zu stellen oder Anmerkungen loszuwerden, ist NPA096. Aber jetzt haben wir hier eine Frage. Weil gerade diese Drohschreiben erwähnt worden sind. Jedes Mal, wenn ich das lese, frage ich mich, wie kann das eigentlich sein? Das betrifft jetzt nicht diese Datenbank, von der da gerade die Rede war, aber vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Wie kann das sein, dass nie herauszufinden ist, welcher Polizist konkret, ich meine, die wissen ja, wann abgefragt worden ist. Wie kann das sein, dass man das nicht dingfest machen kann, wer genau diese Abfrage gestellt hat? Die müssen sich doch bestimmt auch einloggen und irgendwie anmelden und dann ist jedes Mal wieder das große Rätsel raten, wer da dahinter gesteckt hat. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also eine Erklärung ist zum Beispiel, dass so wie beim Bildschirmschoner das erst eine gewisse Zeit dauert, bis du dann automatisch wieder ausgeloggt wirst und du kannst, was weiß ich, schmierst dir ein Brot, bist nicht am Rechner, kann ein anderer Kollege, Kollegin dran gesessen haben. Das ist die Ausrede, die zum Beispiel einer der Polizisten in Frankfurt gegeben hat. Die ist kaum glaubwürdig. Anders, also ich vermute mal, es liegt daran, dass diese Passwörter du dir als Polizist nicht selber aussuchst, sondern die kriegst du vergeben. Und die Passwörter folgen einer gewissen Routine. Das ist Vorname, Nachname oder Abteilung, in der du arbeitest oder Kürzel davon. Also wenn du selber ein Passwort hast, kannst du in der Regel rekonstruieren, wie das Passwort deines Kollegen lauten könnte und kannst dich dann damit einloggen. Ob dann nicht eigentlich auch der Rechner protokolliert werden müsste, mit dem man sich einloggt. Also ob das weiß ich natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, trotzdem halte ich das für völlig unglaubwürdig. Und das Phänomen ist ja auch nicht neu. Also es ist seit mindestens 3 Jahren bekannt, also dass aus Polizeidatenbanken Daten verschwinden. Es gab letztes Jahr auch ein Verfahren dazu schon, wo ein Polizist, soweit ich weiß, nicht verurteilt werden konnte. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo das war. Ich glaube in Nordrhein-Westfalen. Also das Phänomen ist ja überhaupt nicht neu. Und jetzt sagt Seehofer, okay, wir prüfen die biometrische Zugangskontrolle. Also was weiß ich, dass man vielleicht den Fingerabdruck noch irgendwie hinterlassen muss oder das Gesicht scannen muss, was ja wieder massive Investitionen für die biometrische Sicherheitsindustrie nach sich ziehen würde, wie es so immer ist. Also es soll irgendwie was für den Datenschutz getan werden, am Ende kommt mehr Überwachung. Ja, ich glaube, an der Stelle machen wir dann auch einen Punkt zum Thema Polizeidatenbanken. Vielen Dank, Matthias, Vielen Dank. Für deine Recherchen dazu und für den Vortrag hier.